Lieber Stier, zwischen 1. und 2. des Monats hast du einen großen Vollmond im Sternzeichen Fische. Du wirst bald eine Situation beenden, die dich verunsichert und Angst macht. Um erfolgreich zu sein, solltest du lernen, deine Wünsche und Ansichten klar und direkt zu äußern, ohne Angst, ja? Vor allem ohne Angst vor Zurückweisung. Zwischen 2. und 4. des Monats hast du Venus-Opposition Saturn. Ein Vorgang dürfte sich verlangsamen, Meinungsunterschiede mit Geschwistern, Nachbarn oder Arbeitskollegen sind möglich. Es kann auch geschehen, dass du dir viele Gedanken um einen Familienangehörigen machst. Am 5. tritt Merkur in Waage ein. Bis zum 26. Monatstag wirst du gute Nachrichten erhalten, die dich erfreuen werden. Wenn es Missverständnisse mit jemandem gab, dann wird man diese ausräumen. Und das ist eine gute Sache. Kreative und künstlerische Geschehnisse und Aktivitäten sind mit diesem Transit äußerst begünstigt. Zwischen 5. und 9. haben wir Sonne Trigon Jupiter. Auch wenn manche Umstände nicht ideal sind, wirst du Platz und Energie für Neues in deinem Leben schaffen. Da bin ich mir sehr sicher. Die Themen Reise, Kinder und Bildung stehen unter einem guten Stern in dieser Zeit. Am 10. hast du Mars rückläufig in Widder. Die Auswirkung dieses Transits bleibt bis zum Jahresende. Deine körperliche Leistungsfähigkeit kann deutlich abnehmen, also sei vorsichtig mit deinem eigenen Körper, achte mehr auf ihn, sodass du deine Energien besser entfalten kannst. Zwischen 11. und 12. des Monats haben wir Sonne Opposition Neptun. Du hast ein großes Herz und du bist auch bereit, dich für andere einzusetzen. Dennoch solltest du auch in deinen eigenen Interessen handeln und an deinen eigenen Zielen und Träumen arbeiten. Das ist wichtig für deine Weiterentwicklung, mein lieber Stier. Es besteht die Möglichkeit, schöne und romantische Stunden mit einem geliebten Menschen zu erleben. Am 13. läuft ein Planet wieder direkt in Steinbock, welcher seit Mai rückläufig war. Es handelt sich hier um Jupiter und für dich heißt es, wenn du den Wunsch hast, zu verreisen oder ins Ausland auszuwandern, dann solltest du darauf bis nächstes Jahr warten. Nur dann wäre die Zeit reif für sowas und dann wäre die Zeit richtig für die ungestörte Erfüllung deines Wunsches, okay? Es kann auch sein, dass viele behördliche Wege notwendig sind, damit man eine bessere Zukunft gestalten kann. Zwischen 12. und 5. haben wir Venus Quadrat Uranus. Eine Frau kann für viel Aufregung sorgen. Dies kann positiv oder negativ je nach Geburtshoroskop interpretiert werden. Deswegen sage ich, eine individuelle Lesung ist immer besser als eine allgemeine Prognose. Wenn du Elternteil bist, dann wirst du Neues von deiner Tochter oder deinem Sohn hören. Zwischen 6. und 17. des Monats haben wir einen Neumond in Jungfrau. Es ist wichtig, dass du dich besser organisierst und unvorteilhafte Gewohnheiten erkennst und aufgibst. Bis Ende September wird eine herausfordernde Situation entstehen, in der dein Durchsetzungsvermögen, Selbstbewusstsein und deine Motivation erforderlich sind. Zwischen 18. und 23. des Monats haben wir Merkur Quadrat Pluto.
An diesen Tagen wirst du dich stark auf eine Person oder Sache konzentrieren. Diskretion und Verschwiegenheit werden als positive Charaktereigenschaften in dieser Zeit gelten. Dann haben wir zwischen 24. und 26. des Monats Merkur in Opposition zu Mars. Du könntest dich ärgern, entweder aufgrund von fremden Äußerungen oder weil eine Sache nicht so läuft, wie du das möchtest. Zwischen 27. und 29. hast du Venus Trigon Mars. Falls zutreffend, wird eine Investition oder Verkauf große Risiken beinhalten. Und dann zum Schluss, mein lieber Stier, haben wir von 29. bis 30. Mars Quadrat Saturn. Bevor du ein neues Kapitel in deinem Leben beginnen kannst, wirst du dich von inneren Blockaden, Ängsten und Schuldgefühlen befreien müssen. Und das ist keine einfache Aufgabe, das weiß ich. Und ich kann dir helfen, falls du eine individuelle Beratung haben möchtest, diese Blockaden zu beseitigen. An dieser Stelle, mein lieber Stier, wünsche ich dir viel Erfolg, Liebe und Gesundheit im September 2020. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Video.